Herzlich willkommen zu einem Let's Play Video. Und zwar habe ich euch vor einer Woche ungefähr eine Deckliste vorgestellt, womit ihr ein relativ günstiges Deck basteln könnt, das sich Mad Tea Party nennt. Und damit ihr das mal in Aktion seht, habe ich das Deck mal online nachgebaut und will mit euch mal ein paar Games damit machen, um zu zeigen, wie das Spielprinzip von diesem Deck funktioniert. Und ja, ob wir damit wirklich ein paar Wins holen können. Ich habe es online ein paar Mal schon ausprobiert. Funktioniert ganz gut. Na klar ist das immer abhängig davon, was für ein ja, Glück man beim Ziehen der Karten hat, beziehungsweise ja, wie gut der Gegner auch ist. Und wir haben Glück, wir dürfen anfangen und ja, wir wollen anfangen. Wir haben nämlich relativ viele Karten, die wir am Anfang spielen könnten, wenn es gut läuft. Und es ist nicht perfekt, aber es geht. Was natürlich sehr, sehr weh tut, sind die beiden Energiekarten. Das ist, boah, das tut richtig weh, dass wir die jetzt mit dem Professor dabei haben. Das heißt, wir müssen mal gucken, was wir machen. Weil den können wir jetzt diese Runde eh nicht spielen, sondern nächste Runde. Und ja, ich denke mal, den werden wir trotzdem spielen, definitiv nächste Runde. Wir können nächste Runde einen Pokémon entwickeln. Das machen wir. Wir haben schon mal einen zweiten Attacker. Das heißt, also wir haben jetzt drei potenzielle Pokémon schon mal, die gleich Damage fahren können. Dann funktioniert das ganz gut. Er scheint direkt zu stacken. Oh je. Das ist natürlich bitter. Wir legen direkt eine an, damit wir sofort angreifen können. Und wenn wir Glück haben und jetzt die richtigen Karten ziehen, haben wir direkt gewonnen. Das wäre natürlich sehr, sehr böse für ihn. Ja, dann ist das erste Game schon zu Ende. Ja, das zeigt zwar nicht, dass das Game, beziehungsweise das beweist zwar nicht, dass das Deck super heftig ist, aber ihr seht, man kann damit auch gut gewinnen. Wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, was der Gegner da für Pokémon hatte. Ja. Wie ihr seht, ich bin gerade ganz am Anfang der Leiter. Wir haben noch 7 Tage. Mal gucken, ob wir da überhaupt noch ein, zwei oder drei Sterne fertig kriegen. Ich habe jetzt sehr, sehr lange Online-TCG-Pause gemacht und ja, mit dem Start dieses Kanals auf YouTube werde ich das sehr, sehr, sehr häufig spielen jetzt und euch immer, wenn ich coole Decks habe und coole Runden dabei sind, werde ich euch die mir aufnehmen und zeigen. Und ja, wenn ihr Interesse habt an solchen Let's Plays, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und auch wenn ihr irgendwelche Deckideen habt, die ich mal umsetzen will, die ihr gerne ja getestet haben wollt, einfach Bescheid geben. Okay, wir haben jetzt schon eine gute Auswahl. Wir wollen ja eigentlich mit dem Scoople angreifen und mit dem Fatalité eigentlich erst einmal entwickeln, um dann die Fähigkeit zu benutzen und dann zur Not anzugreifen. Das bedeutet, wir nehmen auf jeden Fall das Scoople nach vorne. Das ist auf jeden Fall safe. Dann kommt das auf die Bank und dann ja, schauen wir mal, was der Gegner macht. Da wir als Zweiter dran sind, können wir gleich direkt mit Flottball das Pantyfrost weghauen. Ah ne, wir sind Erster. Okay, habe ich irgendwie verpatzt. Das heißt, wir setzen ihn erstmal weg. Damit haben wir den Ersten schon mal auf dem Ablagestapel, können Damage machen, ziehen uns einen Kommandutan als Supporter. Benutzen den mal. Mal gucken, was wir kriegen. Wir haben hier zweimal Energie, die wir nicht brauchen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Wollen wir den schon mal legen? Ja, wir legen den einfach mal. Und den Flottball spielen wir mit der nächsten Runde. Spielen den Professor, legen die Energiekarte an und schauen mal, was der Professor uns für 7 neue Karten schenkt. Also kein schlechter Start. Wir müssen natürlich aufpassen. Wir kriegen jetzt hier gleich schon die ersten 20 Damage. Okay. Plan geht natürlich nicht auf. Er hat Mary gespielt. Schade. Wäre vielleicht auch doch ganz gut gewesen, die Energiekarte anzulegen, aber gut, da ist eine neue, das ist ganz gut. Er darf 2 Karten ziehen. So.
Wäre schön, wenn wir eine Entwicklung kriegen könnten. Wäre schön, wenn wir eine Entwicklung kriegen könnten, damit wir... Ah, kein Glück leider. Also es ist mir ein bisschen zu dangerous, da jetzt schon Energie dran zu legen, weil ich schwer davon ausgehe, dass wir mit dem hier nicht viel Spaß haben werden. Zumindest nicht lange. Und der Vorteil an dem Deck ist, es ist ein Run-Price-Deck. Das heißt, wir haben alle Zeit der Welt. Der Gegner wird 6 Karten von uns knocken müssen, damit er gewinnt. Und wir müssten theoretisch nur 2. Und wir brauchen 240 bzw. 260 Damage. Das heißt, wir müssen 13 Karten auf dem Ablagestapel haben, die die Attacke verrückte Party haben. Und ja, das könnte hart werden. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Er spielt eine weitere Mary. Aktuell machen wir 20 Damage. Okay, das erste ist schon mal down. Das heißt, jetzt machen wir schon 40 Damage. So. 40 Damage. Ja, jetzt könnten wir könnten entweder, also der muss auf jeden Fall weg. Und ich glaube, den Platan hier zu spielen lohnt sich nicht. Wir benutzen einmal die Fähigkeit, tauschen uns eine Mika um. Okay, Flottball, das ist auch nicht schlecht. Dann spielen wir. Ja, dann spielen wir Mika. Legen die beiden weg. Wir haben ja noch eine super Angel. Das heißt, wir könnten uns den nochmal wiederholen. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das heißt, der kommt da drauf. Der kommt da drauf. 200 Damage brauchen wir für den. Das heißt, wir brauchen 5 Karten. 5 mal, 10 Karten. Wir haben 3. Das heißt, der braucht auch 2 Attacken, um uns was anhaben zu können. Wir legen mal. Greifen wir schon mal an? Nein, wir greifen noch nicht an. Wir spielen erstmal den Flottball und holen uns noch einen kleinen Tee zur Unterstützung. Ja, zur Unterstützung. Dann spielen wir noch einen Flottball. Legen die Mika ab, weil wir die nicht mehr brauchen als Supporter, und holen uns einmal Dedene. Mit Dedene haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, gleich hier mit der Fähigkeit 3 Karten zu ziehen, oder wir hätten das sogar jetzt, um noch ein bisschen. Ja, wir machen das einfach mal jetzt schon mal. Und gucken, vielleicht haben wir noch ein bisschen Luck. Nein, leider nicht. Das heißt, wir haben 2, 4, 5, 100 Damage würden wir jetzt schon machen. Reicht aber noch nicht. Das heißt, wir lassen das erstmal so, wie es ist. Gucken uns an, was der Gegner macht. Und ja, das Problem ist, hätte ich die Energiekarte hier angelegt, ich hätte sie angelegt. Skopel hätte 100 Damage gemacht und danach wäre die Energiekarte auf den Ablagestapel gelandet. Und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir die Energiekarte so noch nicht verbraten, weil wir relativ wenig Energiekarten in dem Deck haben, sodass wir sicherstellen müssen, dass wir die nicht zu früh raushauen, weil der Gegner muss ja relativ viele von uns platt machen. Und anscheinend fängt er an, auf Zeit zu spielen. Ja, wir haben Zeit. Wir wissen ja, wie es läuft. Ah, okay, er spielt doch nicht auf Zeit, sondern. Ist am Überlegen. Elektromagnetisches Radar, okay. Also er fängt gleich relativ schnell an, Damage zu machen. Und zwar, wenn er mit Pikarum gleich angreift, dann darf er
sein zweites Pokémon quasi mit Energiekarten bestücken, zwar mit drei Stück. Ist eigentlich so sein Ziel, den hat er nur als Supporter drin eigentlich. Das heißt, er wird, wenn er drei Energiekarten hat, wird er angreifen, um dann drei weitere Energiekarten hier drauf zu setzen. Aber uns kann das egal sein. Wir wollen zwei Knockouts machen und das sind die beiden hier. Also das Kapu Riki V interessiert uns nicht. Das bedeutet, genau das machen wir nämlich jetzt auch. Wir werden jetzt, obwohl nein, wir legen. Ah, wir fangen mal ein bisschen. Wir fangen mal mit ein bisschen Druck an. Und zwar möchte ich gerne einmal die Fähigkeit spielen. Ich will nämlich Platan, Forschung des Professors spielen. Also Professor Research. Und ich möchte mir gerne den Boss Order retten. Also lege ich den ins Deck. Und perfekt. Also das heißt, wir werden, da die E weg ist, wenn ich lege ich die mal. Ich lege die mal an, auch weil die ewig ist, weil ich jetzt den Professor spiele. Ob ich sie jetzt anlege oder direkt auf die Bank gebe, ist ja dann im Grunde auch egal. So, wir haben jetzt 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir machen jetzt schon 160 Damage. Müssen wir den nochmal entwickeln? Also wir haben jetzt drei potenzielle Damage-Dealer. Das bedeutet, packen wir dich lieber, wir legen ihn die Karte mal lieber auf den Ablagestapel. Und holen uns einfach mal die Dene raus. Dann spielen wir die Glocke noch für den letzten, der noch da ist. Wir nutzen dann die Fähigkeit. T-Pause. So, damit, das heißt, wir machen jetzt schon 200 Damage, richtig? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein, uns fehlt noch ein. Das heißt, wir gucken mal, was noch geht. Okay. So. Wir könnten natürlich, wir lassen das einfach mal. Ja, wir lassen das einfach mal so stehen. Wie ihr gesehen habt, die Energiekarte ist jetzt von dem Pokémon rübergegangen. Hätte ich gerade noch Rückkehrbord gezogen, hätte ich das hier anlegen können, den nach vorne ziehen können und dann Damage machen. Hat nicht geklappt, aber der wird jetzt den hier down bringen. Das heißt, wir haben dann hier 4, 7, 10 Stück. Das heißt, wir machen dann schon 200 Damage. Und wir haben ja gesagt, wir brauchen 240, um den hier platt zu machen. Das heißt, noch zwei weitere Karten und der hier ist ein One-Hit. Beziehungsweise der hat hier noch ein Amulett mit 30 Leben. Also wir gucken mal. Die gewöhnliche Angel ist nicht gepriced, das ist schon mal sehr, sehr schön. Das bedeutet für uns nämlich, wir haben die Möglichkeit, gleich ein paar Pokémon, die schon platt gegangen sind, und wiederzuholen. Das bedeutet, was machen wir? 260. Also die beiden geben drei Preiskarten, die gibt zwei. Das heißt, wir versuchen auf diese beiden zu gehen. Wir machen Schaden. 3, 6, 10, 200 Damage. 200 Damage. Wir legen die einfach mal an. Dann ist das schon mal passiert. Wir spielen einmal Kommandutans Fähigkeit. Legen einen Boss-Order zurück. Ja, jetzt kommt die ganze Energie, die wir eigentlich noch gar nicht brauchen. Ja, wir spielen das mal so. Eine ist gepriced schon. Das heißt, wir können mit der Angel gleich zwei Pokémon aus dem Ablagestapel zurückbringen. Das heißt, wir werden ihn hier nehmen. Wir haben 3, 6, 10, 11, 220 Schaden.
Okay, ich würde einfach sagen, wir machen mal ein bisschen Damage. So, ihr seht, 220 ist schon heftig, ne? Er muss noch 4 von uns platt machen. Wir gehen das mal durch. Er wird die jetzt ausnocken. Dann machen wir schon 240 Damage. Dann hat er noch 3 übrig. Und muss uns also noch 3-mal angreifen. Wir haben noch mindestens 2 Attacken vor uns. Das heißt, wenn wir jetzt jedes Mal einmal angreifen, haben wir gewonnen. Und wenn nichts schief geht, natürlich, ne? Das kann alles noch passieren. Wir werden nämlich jetzt gleich. Ja, die Reihenfolge ist nämlich im Grunde völlig egal, ob wir jetzt. So. Also, wie wir ihn jetzt angreifen. Wir werden jetzt. So, wir werden jetzt einmal kurz nachgrübeln. Was hat er denn? Tausche das Pokémon? Nein, die GX ist uninteressant. Die Attacke ist auch uninteressant. Das heißt, das müssen wir hier, wir müssen ihn daran hindern, die GX zu machen, weil er damit auf der Bank noch einen locken kann und damit haben wir einen Zug weniger. Das bedeutet, er ist auf jeden Fall jetzt reif. Und wir werden einmal kurz 260, Moment, ich muss einmal kurz nachrechnen, 4, 10 sind 12, sind 240. 240. Und wer dann der platt gemacht wird, machen wir unsere 260 Damage. Aber wir hätten danach keinen mehr, mit dem wir angreifen können. Das heißt, wir legen uns auf jeden Fall 1, 2 Pokémon wieder zurück ins Deck, die wir gleich ziehen. Weil wir ansonsten das Problem haben, dass wir gleich nicht mehr angreifen können. Energie haben wir genug. Ja, wir könnten ihn noch ein bisschen ärgern, aber wir müssen den jetzt erstmal platt machen, weil wir sonst zu viele Pokémon verlieren durch seine GX-Attacke. So, ich nehme immer die untersten. Ich gehe mal von unten nach oben bei den Preiskarten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Da hat ja jeder so eine andere Möglichkeit. Oh, das sieht gut aus. Das bedeutet, wir haben hier gleich ein Pokémon, das wir entwickeln können, können die Fähigkeit benutzen, bringen den auf den Ablagestapel und können gleichzeitig angreifen mit der Zwillingsenergie und haben damit gewonnen. Okay, warum Schmetterhammer? Ergibt sich mir jetzt nicht. Aber okay, okay. Er könnte natürlich jetzt auf Zeit spielen oder sowas und hier mit Befehl vom Boss mein Kommandutan nach vorne ziehen. Gut, er könnte auch Mary spielen. Tut uns tatsächlich jetzt sogar sehr weh, aber wir gucken mal. Er muss immer noch 3 Pokémon von uns platt machen, wir nur 1. Und wir haben super Karten gezogen. Wir können gleich entwickeln, das Board anlegen und... Ah, okay, das ist natürlich jetzt bitter. Das ist natürlich jetzt bitter. 30 mehr, das heißt, er ist jetzt bei 290. Ist jetzt bei 290. Wir legen den mal an, vorsichtshalber. Dann entwickeln wir den. Dann spielen wir die vertraute Glocke. Ja, das sieht gut aus. Ja, die wird ja jetzt gleich wieder down gehen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir noch jemanden haben, der danach angreifen kann. Und dann spielen wir den Professor. Oder die Professorin, Entschuldigung. Okay, jetzt haben wir das Problem, dass wir keine Energiekarte gezogen haben. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir gucken mal, was wir noch so hinkriegen. Und zwar spielen wir jetzt alle unsere Superbälle. Sehr gut. Unser Deck ist relativ dünn. Ihr seht, 12 Karten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, dass wir eine von diesen Karten kriegen. Jetzt spielen wir die Fähigkeit T-Pause. Einmal. Okay, das heißt, wir haben schon mal Energiekarten.
Dann spielen wir die Fähigkeit Teepause noch ein weiteres Mal. So, und jetzt haben wir, ich glaube, so gut wie alles auf dem Ablagestapel, was geht. Das heißt, wir haben jetzt 4, 8, 12, 13. Das heißt 260 Damage, den wir machen. Der wäre damit jetzt gedownt, aber, also down gegangen, aber er hat noch das große Amulett. Das heißt, wir werden ihn jetzt erstmal noch einmal ärgern. Und ach verdammt, ich hätte das ein bisschen besser spielen können. Und zwar hätte ich die Yeltröte gespielt, beide verwirrt, zurückgezogen, aber ist eigentlich nicht so wild. 200 Damage, 260 Damage gönne ich ihm jetzt. Das heißt, wenn wir jetzt gleich eine Energiekarte ziehen, und das werden wir tun, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben nämlich noch drei Stück im Deck und wir spielen gleich Platan bzw. Professor. Früher, also es hieß früher, gab es den Professor Platan. Der hat quasi das Gleiche gemacht und wird jetzt gleich dafür sorgen, dass wir die Energiekarte ziehen, die wir brauchen, weil wir nämlich nur noch 7 Karten im Deck haben. Das heißt, wir legen jetzt eiskalt alles weg. Wir brauchen nichts mehr. Ziehen jetzt 7 neue, sind damit Deckout. Haben also keine Karten mehr auf der Hand. Brauchen wir aber auch gar nicht, weil wir mit diesem Zug dann gewonnen haben. So, ihr seht, das Deck ist, also das Deck vom Gegner ist, ja, relativ gut, relativ mächtig. Und unseres ist halt ein bisschen mächtiger. Und kostet halt einen Bruchteil, wenn man das sich selbst zusammenstellen möchte. Egal, ob ihr es euch in im Real Life zusammenstellen wollt oder ob ihr euch das im Online-TCG zusammenstellen wollt. Das Deck ist einfach mega mächtig und macht super Spaß. Falls ihr noch mehr Let's Plays mit diesem Deck sehen wollt, lasst es mich wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Lasst eine Glocke da, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und ja, vielen Dank. Euer Pukesinek. Ciao.